Wer oder wo oder was da oben? Nee. Wie komme ich da hin? Ah nee, ich bin ja schon hier. Einer von euch beiden. Alter Jugend, Garif, Alter. Ich glaube, du bist das. Bei meinen Ahnen in Goldoras hast du geschlagen. Welche vortreffliche Tat. Ich hätte dich nicht deines Alters wegen abschreiben dürfen. Verzeih. Ich muss gestehen, dass ich unsere Krieger zurückhielten, um mit Absicht den Steckbrief auszuhängte. Also erst vor kurzem erfuhr ich von den Clans und den Mobs und wollte ausprobieren, wie es funktioniert. Doch hätte ich nie damit gerechnet, dass ein Kind wie du sich in den Kampf wagen würde, um ehrlich zu sein, ich war recht enttäuscht. Doch du hast dich wacker geschlagen, mein Sohn. Eine größere Überraschung, als von der Existenz dieser Mobs zu erfahren. Ein wahrlich kühner Mobjäger bist du. Deine Belohnung hast du redlich verdient. Nimm sie entgegen und akzeptiere meinen Dank, junger Freund. 1100 Gil, Äther und ein Goldamulett. Danke. Jetzt gucke ich nochmal, ob hier irgendwo so ein Steckbrieftafel ist, hier in dem Dorf. Vielleicht in dem anderen Bereich des Dorfes. So in der Nähe von dem Händler vielleicht. Ist hier irgendwo ein Steckbrief? Ich gehe mal ein bisschen langsamer durch die Gegend, damit ich auch alles sehen kann. Ist hier echt nicht so eine Tafel. Dann muss ich zurück nach Rabanastre. Was mir auch nicht so gefällt, aber was soll das denn? Also, was willst du da machen? Will ich einfach damit sagen. Wie viele Teleportsteine haben wir? Schätze, Teleportsteine 2. Nee, da. Dann nehme ich den Schokobo. Weil die Reise einfach ein bisschen weiter ist, ne? Deswegen nehme ich da jetzt den Schokobo. Und mache sogar doppelte Geschwindigkeit an. Und nochmal ein Turbo. Okay, wo genau? Okay, dann hier ums Eck. Ist der Turbo schon zu Ende? Moin. Ich finde es krass, dass sie einfach nicht angreifen. Ich meine, das war immer der Grund, weshalb man mit Chocobos reiten sollte, weil man nicht mit Monstern kämpfen muss. Aber trotzdem, es sieht halt einfach so schon fast lächerlich aus. Wo muss ich hin? Ah, hier. Es sieht fast schon lächerlich aus, wie hier über Monster sind und ich einfach an ihnen vorbeilaufe. Als wäre es nichts. Hier lang. Hier rüber. Ich finde aber schön, dass die Chocobo-Musik dabei läuft. Wäre auch doof, wenn wir auf dem Chocobo reiten und dann keine Mucke, also die altbekannte Mucke, dann nicht laufen würde. Warte, hier lang. Speichern wir mal kurz. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Ich habe nicht hingeguckt, um ehrlich zu sein. Ja, ist ein bisschen doof. Warte, hier ging es lang. Das ist die einzige Tafel, die ich kenne in Rabanastre und Umgebung. Warte, ich mach mal wieder langsamer. Sogar 5er Herausforderung. Einfach die 4er übersprungen.
Vanillemus. Vanillemus, Buddy-Mutation. Rang 5, Status offen, Auftraggeber so B. Ramanastre. Es ist Kupo fürchterlich. Kupo, ein Monster, hat mir einen ganz wichtigen Gegenstand geschnitzt. Wer ist mutig, ihn mir zurückzugeben? Kupo, das ist eine Jagd an Vanillemus. Mutige Kopfgekehrer können am folgenden Ort genaue Infos über den Mob einholen. Was ist auch Geld da? Okay. Springbrache. Barsack Ramanastre. An diesem Monstrum weißt du selbst, wie er uns die Zähne aus, wer ringt mit dem Ringdrachen für einen Drachenreihe für Ostwüste. Interessant auf die Jagd auf Ringdrache. Mutige Kopfke her, ja, bla. Unteres Ramanastre, okay. Narilit. Roter Serpent. Auftraggeber Word. So, für einen exquisiten Kunden einen exquisiten Drink mixen, doch die Zutat gibt es leider nur von einer exquisit gefährlichen Schlange. Ich gehe direkt zum Word. Bist du der Word? Ja, hier. So, du hast also den Checkbrief entdeckt. Ich brauche jemanden, der mir in Kredenzien besorgt und das hat was mit einem Mob zu tun. Ein Gast, den ich hier aus Gründen der Schwiegenheit nicht nennen will, bat ihm erstklassige Schlangenschluck zu brauen. Bat mich. Doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Für meinen prämierten Schlangenschluck braucht es nämlich auch ganz besondere Inkredenzien. Mir ist was gibt bei Annahme des Auftrags. Bist du interessiert? Rück schon raus mit der Sprache. Okay, dann geht's hier ans Eingemachte. Eine Zutat für die Prädikatsschlangenschluck unabdingbar ist das Schuppensekret des als Delikatesse gehandelten Reptils Marilitz. Kapiert, du musst mal alles ans Leder, um mir das Sekret zu besorgen. Die Schlange soll sich von der Westküste aus und von der Zertaniengrotte aufhalten. Ich mache mich eigenständig auf die Suche. Doch das feige Biest wollte sich einfach nicht zeigen und ewig konnte ich die Tabellen ja auch nicht und beaufsichtigt lassen, der Herr der Mob. Merkst dir, okay, Marilitz? Als sich von der Westwüste Damaskus aus gesehen am Anfang der Zertinianengrotten auf. Schau in jedem Winkel. Ich hasse das, dass man zur Tafel gehen muss. Übrigens, die Kamera war gerade mega geil. Dass man zur Tafel gehen muss, Chopper, was? Dass man zur Tafel gehen muss und dann erst dann kann man zum Questgeber und dann kann man die Quests annehmen. Das ist doof. Immer mehr Pilger werden von diesem Monster angegriffen. Selbst Kräfte Kilthias scheinen erschöpft. Wo sind die Helden, die uns erretten? Interesse an Jakob Chopper. Und die Kopfgeheer können am folgenden Ort genaue Infos über den Mob einholen. In Bois-Umisage, okay. Und da ist noch Vorpal-Kaninchen. Das Schwert eines mutigen Kriegers ist gefordert. In meinem Dorf kann ich in diesem Fall keine Hilfe finden. Freunde des Waldes, eile herbei. Wahrscheinlich in, ja, Eld, genau. Und Atmos? Okay. Atmos ist normalerweise eine Beschwörung. Oder ein Gegner, je nachdem, welches Spiel du spielst. In Final Fantasy V war es ein Boss. In Final Fantasy 9 war es eine Beschwörung. In den Bergmythen das Leittier der Dikutiten. Schuld soll der akkadianische Armee sein. Die Karawanen sind in Gefahr. Hilfe ist nötig sofort. Das ist auf Atmos. In der Nalvina-Stadt. Ich war noch nie in der Nalvina-Stadt. Okay. Dann wollen wir mal. Außer ich gucke noch mal schnell zur Sicherheit, ob ich hier wen übersehen habe. Würwernlord müssen wir noch machen. Den würde ich auch als nächstes machen. Dann muss ich noch mal in irgendeine Sandsee. Zack. Warte, wo sind die Leutchen noch mal? Clanbericht. Mobliste. Ich habe mir jetzt hier der Mob. Ich Karte öffnen. Okay. Aber einer war auch im Untergrund, deswegen gehe ich schon mal in den Untergrund. Das ist der Untergrund, ne? Naja, das ist die Kneipe. Der Untergrund ist hier.
Hat mir auf der Map denn gezeigt, wo der ist? Nein. Der war aber, glaube ich, auf der anderen Seite irgendwo. Irgendwo... Hier muss er sein. Die Erwachsenen haben mir viel darüber erzählt, warum wir hier unten in der Erde leben müssen. Willst du es auch mal hören? Nee, keine Märchenstunde, Kleiner. Ich habe extra von überall Informationen zusammengetragen. Na gut, wenn du nicht willst, bäh. Okay, dann muss ich nochmal einen kleinen Bericht nachgucken. Hauptliste, der hier. Karte öffnen. Ach, da ins Eck. Du da. Hast du den Checkbrief gesehen? Dann brauche ich hier ja nicht so Pots machen. Die Jungs und ich gehen seit kurzem zu Training immer in die Westküste Damaskus. Jetzt gibt es da ein Problem. Mehr erzähle ich allerdings nur, wenn du den Auftrag annimmst. Muss ja nicht jeder wissen. Also kümmerst du dich um unser Problem, ist schon so gut wie aus dieser Welt. Du übernimmst dich da nicht. Also gut, sperr die Lausche auf. In der Westküste Damaskus gibt es einen Ort namens Sandene Muster und da taucht gelegentlich ein Ringdrache auf. Ein verdammt starkes Biest. Wenn der da ist, fällt unser Training flach. Ist zwar etwas peinlich, aber wir machen dann immer den flinken Hasso, verstehst du? Du siehst also, Training haben wir echt nötig, kapiert? Den Ringdrachen findest du etwas südlich der Mitte der Sandene Muster. Allerdings nicht immer scheint dir was mit der Wetter zu tun zu haben. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Also viel Glück, Kleiner. Hakt auf Ringdrache. Yay. Okay, dann muss ich nochmal die Karte. Hier. Dann muss der Mukri, der mir den Auftrag gibt, irgendwo hier sein. Bist du das? Horn. Ein Mukri-Transport gefällig. Danke dir. Bleibe lieber hier. Nein, du bist der Falsche. Bin ich denn richtig? Nein, bin ich nicht. Mir geht das auf den Sack, dass ich immer die Karte offen haben muss. Aber die Minimap hilft nicht wirklich, weil die mir ein bisschen zu sehr reingezoomt ist. Und dann mache ich immer die Karte auf. Aber ich weiß gar nicht, ob die im Original auch drin war, die Karte. Wahrscheinlich musste man immer die große Karte öffnen. Wenn die auch... ich weiß auch nicht, ob die im Original drin war. Oder in Zodiac Edge auch mit eingeführt worden ist. Hier irgendwo muss Mori sein. Oder ist er hier drin? Nein. Mori? Bist du das vielleicht? So B. Okay. Du bist wegen meinem Schickriss hier, Kupo. Allein für den Erscheinen sei dir gedankt, Kupo. Ich bin mit meinem Mori nervig am Ende. Ein widerlicher weißer Schleimbolzer hat ihn gefunden und drückt ihn nicht wieder aus. Aus, Kupo. Was hat er gefunden? Eine intime Angelegenheit, Kupo, die ich nur Auftragnehmern anvertrauen mag, Kupo. Nimmst du meinen Auftrag an, Kupo? Ich regel das. Kupo, danke. Kupo, dank. So, der alte Dellen vertraute mir einen Schlüssel an, denn alle Mukris sind vertrauenswürdige Gesellen, Kupo. Defekt, wie der Schlüssel war, brachte ich ihn auf Geist Opa Dellens, mein Bruder, der ein glückliches Händchen für sowas hat. Opa Dellens Belohnung war ein außen knuspriger, aber innen luftiger Kupo-Biskuit, mein Lieblingsbiskuit Kupo. Deshalb wollte ich ihn essen, bevor ich den Schlüssel bei mir einem Bruder in Auftrag gebe. Hardy hätte den Biskuit zu den Meilen gegen den Wind gerochen, Kupo, doch anders als Hardy habe ich zwei linke Hände und in der Nähe des Platzes mittig der südlichen Unterstadt fielen mir Biskuit und der Schlüssel aus der Hand, Kupo. Beide kullerten sie in den Garamsee-Kanalisation. Spaßte Mut stieg hinab und traf in der westlichen Pegelkontrollsektion auf das weiße und glibrige Wesen, das sowohl den Schlüssel als auch meinen göttlichen Kupo-Biskuit verschlungen hat. Ganz bestimmt war das ist das Wesen.
Die verlorene Kupo Biskuit ist der Tribut, den ich für meine Tollpatschigkeit zahlen will. Aber der Schlüssel ist nicht mein. Hol ihn zurück, Kupo. Okay, Garmseck, Kanalisation. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist noch nicht für mich. Deswegen lasse ich das erstmal sein für heute. Ich weiß nicht, ob ich da weitermachen will, wo ich war, oder ob ich woanders hingehe. Ob ich woanders dann trainiere, aber das Ding ist übel. Clanbericht, ist das denn Level? Was ist das denn für ein Level? Normalerweise wird mir angezeigt, ja, Rang 5. Ja, das ist mir ein bisschen zu hoch. Ja, dann gehen wir den großen Drachen machen. In Westwüste Damaskas. Dann machen wir das. Das hat ja keinen Sinn. Ah, hier gehst du ja gar nicht raus. Stepp. Der war jetzt hier im Westen. Okay, Rang 5 mache ich nicht mehr. Packe ich nicht mehr mit der Kneifzange an. Aber ich habe ja noch mindestens zwei oder mindestens einer, weiß ich, dass ich den habe, Level 3er. Und Level 2er habe ich auch noch irgendwo. Was ist hier im Westen? Ne, wir sind hier im Süden. Hier mal rauf. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger heute aufnehmen. Ich meine, ich bin schon fast bei 3 Stunden. Aber es kotzt halt wirklich an, dass ich da so reingeschissen habe. Hier, Karte. Kann ich irgendwie eine Karte hier kaufen? Weil ich habe ja gar nichts. Ist hier irgendwie ein Kartenhändler? Ne, du bist der Questgeber. Man kann Kartenhändler zu geben hier. Außer in der Mitte, also auf diesem großen Platz. Da war irgendwo ein Kartenhändler. Ob der für die Westwüste eine Karte hat, weiß ich nicht. Aber wir schauen einfach mal nach. Und wenn der hat, dann kaufen wir sie. Wenn nicht, dann sind wir am Arsch. Also am Arsch sind wir dann nicht wirklich, aber du bist, glaube ich, der Kartenhändler, ne? Ja. Möchtest du eine Karte kaufen, Kupo? Westwüste Damaskas. Hat nur 550 gekostet. Okay, wo... Ach du heilige Scheiße. Und wo soll das Vieh sein? Ausrüsten, nicht ausrüsten. Inventar. Nicht im... Lernbericht. Ah ja. Ah, ein bisschen weiter drin, ja. Und hier sag ich, glaube ich, Level 5 oder so ein Scheiß, ne? Ich schaue einfach mal drauf, um das herauszufinden, aber du kannst trotzdem mal eine Analyse machen.
Ich mag die Musik hier irgendwie. Das habe ich noch nicht so oft gesagt, diesen Spruch. In Final Fantasy 12. Weil die Musik ist nicht so einprägsam wie in anderen Final Fantasies. Es ist eher so wie bei Musik, die unterstreicht, also es ist einfach Hintergrundmusik, die nicht für sich steht. Nicht sonderlich. Deswegen hört das sich zwar nett und so an, aber nicht so, boah, jetzt, das will ich jetzt aber 3 Stunden im Loop hören. Wie stark bist du? Ich spiele gerade nur Level 10. Ich meine, da kann man auch mal draufhauen. Da muss man sogar, muss man zweimal draufhauen. Ein Äther halt, wunderherrlich. Das ist ein größerer Wolf. Die anderen sind immer schneller als waren. Da gehen wir hier lang. Ja, die Mucke mag ich hier wirklich sehr gern. Und wir waren noch gar nicht in diesem Gebiet, voll komisch, ey. Obwohl das direkt an Rabanastre ist. Und Rabanastre ist, wo man eigentlich das Spiel anfängt. Wenn man das Intro-Tutorial-Dingens da mal außen vor lässt. Da spielt man halt ein bisschen woanders. Aber das hat ja dann, um ehrlich zu sein, nicht mehr so viel mit... Okay, du bist friedlich. Wollte ich schon kaputt hauen. Level 27. Ich meine, dich könnte ich kaputt hauen, aber da habe ich keine Lust drauf. Weil da muss ich ja Magie einsetzen. Weil keiner von uns hat lange Arme. Es hieß hier, aber ich denke mal, dass wenn der Sandsturm hier ist, dass dann keiner kommt. Oder gerade beim Sandsturm kommt der Ringer. Ringdrache. Was auch immer. Komm, hau dich kaputt. Da ist er doch. Sofort, ich hole noch das Item hier. Okay, du hast Protest. Was setzt der ein? Defix gar. Bin ich ja gar nicht mal so gut. Irgendeiner heilt ihn. Wer heilt ihn? Ist das... Erstmal heilen wir. Ist das tatsächlich Ash? Oder bin ich das? Oder hält er sich selber immer so ein bisschen? Der hält aber gut was aus, ne? Aber der hat doch Protest. Vielleicht versuche ich mal ein bisschen Schwarzmagie. Du setzt Feuer ein, deswegen würde ich erstmal Eisra einsetzen wollen. Hat dem das geholfen? Geheilt? Ich setze mal Aqua ein. Nee, er schallt ihn. Deswegen würde ich sagen, Spaßmagie Blitzra, wenn Aqua seine Stärke ist. Ausrüsten Ash. Das ist so scheiße, ey, ich bin der Könige. Heilen wollen wir das Vieh auf keinen. 445. Und ein Feuerer. Feuerer tut weh. Obwohl ich immer denke, das Gegenteil von Wasser ist Blitz. Das habe ich doch. Das habe ich doch bei Final Fantasy X gelernt. Und bei Pokémon.
habe ich wieder Blitz reingesetzt. Wahrscheinlich, weil ich vom Blitz am Erzählen war. Ich muss nämlich Feuerer einsetzen. Was komisch ist, weil der setzt ja auch Feuer ein, aber das tut ihm trotzdem alles ganz schön weh. Okay, wieso setze ich das auf dem Vieh ein? Man wird ja sowieso beides getroffen. Okay. Mit dem Feuerer draufhauen, die nichts Gutes. Ich heile auch mal zwischendurch. Aber das sieht nicht so gut aus mit den TP gerade. Rassmagie. Feuerer. Ich bin doof fürs Menü ein bisschen, weil ich will immer. Ja, hier schon wieder. Ich muss erst auf Schwarzmagie gehen, dann darf ich immer oben gehen, um direkt nach Feuerrad zu gehen. Also Fertigkeiten. Schwarzmagie, meine Fresse, die Scheiße. Und dann Feuerrad. Fertigkeiten, Schwarzmagie, Feuerrad. Diesmal hat es geklappt. Bisschen besser als der ganze andere Rest. Weil wir die MP von Vaan tatsächlich noch brauchen. Würde ich aber mal sagen, das kann Fran heilen. Und Vaan kann weiterhin sein Feuerrad draufballern. Wir müssen Feuerrad auf jeden Fall kaufen. Hat er sich gerade geheilt, die Sau? Das ist ja ein Kotzen. Ich hatte gerade eine Schwarzmagie, Pfeiffer. Guck mal. Wie viel kostet das? 12. Okay, das ist zu billig, um das nicht einzusetzen. Du kannst noch mal was sein. Die drauf waren. Ganz schön nervig, das Kackvieh hier. Lass mal die Vitra auf nochmal auf waren. Oder auf wen habe ich jetzt eingesetzt? Ist mir scheißegal. Es trifft, glaube ich, eh alle. Schwarzmagie. Feuer. Weiterhin Feuerer. Fertigkeiten Weißmagie. Nee, Weißmagie, Vita auf Vaan. Fertigkeiten, ja du. Einer kann Protest einsetzen, außer Vaan. Und der hat keinen MP mehr dafür. Noch ein bisschen drauf, Brand kann ein bisschen weiter heilen. Wäre schön, wenn jemand anders tanken würde. Nee, und nicht der, der am wenigsten EP hat. Von allen dreien. Ja.
Okay, Fertigkeiten. Erst Magie. Machen Protest auf Wahn. Nochmal ein Vita auffahren. Und dann setzt du nochmal einen Feuerer ein. Oh, Defix, wunderherrlich. Und die einzige, die das nicht hat, ist Fram. Vitra auf Wahn. Na toll, jetzt dreht er sich zu Fran um. Dumme Sau. Komm, hau auf Wahn drauf. Das ist eine Attacke. Ist ein Pokémon oder was für ein Scheiß? Jetzt können wir weiterhin Feuerer einsetzen eine Weile. Mindestens dreimal. Weil ich hab ja auch schon richtig Scheiße. Also durch... Nein, wird er nicht. Der hat dann doch ein bisschen zu viel Magie, sage ich. KP, TP, was auch immer. Toilet Paper. Jetzt haben alle Defix, sehe ich gerade. Solange das Ding nicht abhaut, ist alles in bester Ordnung. Würde ich erstmal behaupten wollen. Oh kacke, der hat Ash weggehauen, das ist nicht gut. Kommt eigentlich noch, kommen eigentlich alle noch dran? Ich kann mich glaube ich wieder bewegen. Nein, doch ja. Geh mal ein bisschen dahin, wo Brand ist. Was Magie. Ich hätte auch Belias rufen können. Belias oder wie das wie heißt. 16 LP. Keine Erfahrungspunkte. Ah ja, die Erfahrungspunkte kriegt man, glaube ich, wenn man das abgibt, ne? Ne, da kriegt man Gil. Ne, also wo kriegt man die Erfahrungspunkte? Ja, hi. Überhaupt Erfahrungspunkte, wenn man einen Mob macht.